herzlich willkommen wieder bei uns im Body Business. Ja, wir kümmern uns heute um unseren Unterkörper. Das heißt, wir werden heute Kniebeugen und Ausfallschritte machen. Bevor wir damit aber loslegen, zeigen wir euch erstmal, wie das Ganze geht. Ich würde sagen, wir fangen mit den Squats an. Jawohl. Für einen richtigen Squat oder auch Kniebeuge genannt, stell dich breit hin, etwas weiter als hüftbreit. Schieb den Po nach hinten und geh in die Knie. Dein Bauch ist fest, Po ist fest, Kniefuß eine Linie. Und das Ganze wieder nach oben. Wenn du Einsteiger bist und das Gefühl hast, ich komme mit meinem Po überhaupt nicht nach hinten, schnapp dir irgendwas, an dem du dich festhalten kannst. Das kann ein Tisch sein oder vielleicht die Türklinke. Und dann machst du das Gleiche nochmal. Sinke nach hinten, der Po geht weit nach hinten, unten Knie, Füße, eine Linie, Bauch bleibt fest, Oberkörper aufrecht, atmen und lächeln. Und dann hast du schon eine Kniebeuge geschafft. So, kommen wir zum Lunge oder dem sogenannten Ausfallschritt. Ihr könnt entscheiden, macht einen Schritt nach hinten, stehe fest mit dem Fuß auf, Bauch ist fest, sinke tief, Knie berührt nicht den Boden und drücke dich wieder nach oben. Das Ganze nochmal von der Seite, Schritt nach hinten, wir sinken tief und drücken uns wieder nach oben. Solltet ihr Probleme damit haben, die Stabilität zu gewahren, nehmt euch einen Hocker, einen Stuhl, irgendeinen kleinen Gegenstand, haltet euch dran fest, geht tief und drückt euch wieder nach oben. Einfach, dass ihr ein bisschen Sicherheit habt. Okay, fangen wir mit dem Workout an. Okay, wir legen also los mit unseren Kniebeugen. Position einnehmen, Bauch fest, Brust raus. 15 Wiederholungen. Aber jetzt geh tief und wieder nach oben. 2 und wieder hoch, atmen. Sehr schön. Knie, Füße, eine Linie. Gewicht ist in den Fersen. Wir knirschen zusammen. Knackiges Alter. Yes. Wir machen noch 5. Schön tief. 4 Stück mehr. 3, 2 und der letzte. Schon geschafft. Super. Kommen wir zum Ausfallschritt. Linker Fuß diesmal zuerst nach hinten. 10 Wiederholungen. Wir gehen tief und wieder hoch. Ihr möchtet, verschränkt die Arme. Knirschen. Ja. Wir knirschen zusammen. Ja. Yeah. Sehr gut. Die letzte. Wir wechseln auf das rechte Bein nach hinten. Auch wieder einen großen Schritt. Gehen tief und wieder hoch. Sehr gut. Schön leicht, oder? Ganz leicht. Noch 2. Sehr gut. Runde 1 geschafft. Yep. Fangen wir von vorne an. Und jetzt ist eure Aufgabe, dieses Ganze zu machen. 3 bis 5 Mal. Viel Spaß. Schreibt uns, wie ihr es fandet. Schreibt uns, wie es war, ob es anstrengend war. Wenn ihr mehr möchtet, macht mehr Runden. Bis dahin, bis morgen. Wir sehen uns.